Hallihallö, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von, ja. Da hat wohl irgendwas nicht geklappt. Wobei ich gar nicht weiß, warum es an der Stelle geprägt ist. Weil eigentlich ist ja hier nichts, wofür ich etwas staunen kann. Weil, was ich jetzt vermutet hätte, wäre, dass hier irgendwas passiert. Weil die Sache ist halt, oh wow, ja, das ist schon eine ganze Menge Blöcke. Aber gut, ich kann ja eigentlich alle hier reinschmeißen, oder? Weil ich sage jetzt nämlich, was passiert, wenn hier zu viel, also als Frage jetzt, was passiert, wenn hier zu viel in der Pipeline ist und es versucht wird, hier reingedrückt zu drücken? Gerade zum Beispiel bei dem Grinder. Ne, der ist jetzt einigermaßen voll. Okay, die Sachen gehen dann einfach weiter. Oh, ich sehe gerade, die Anlage ist ja aus. Ups. Vielleicht sollten wir doch mal ein bisschen Zeug reinmachen. Oh ja, es wird mehr verbraucht, als wir haben. Wobei, die scheinen doch ein bisschen zu arbeiten, oder? Ja, schau mal, die arbeiten trotzdem. Cool. Okay, dann passt ja alles. Weil hier staut sich ja eigentlich gar nichts, weil kann ja immer in die Richtung weg. Das heißt, hier ist nichts, was an der Stelle blockieren dürfte. Ah ja, wir gucken mal. Ah, siehst du? Der geht dann nämlich immer wieder vor und zu. Ah, okay, das heißt, wenn sie nicht rein können, dann gehen die automatisch nach weiß weiter, weil hier alles lang darf. Okay, das ist natürlich praktisch. Das heißt, dann haben wir hier wirklich kein Problem an der Stelle. Da brauchen wir also nur noch hier wirklich einen Puffer, weil man sieht schon, das Rohr ist halt voll. Und ja, irgendwo scheint es dann irgendwann zu krachen. Ich hätte halt nur nicht gedacht, dass es hier kracht. Aber kann natürlich sein, dass wenn das Rohr gerade so an der Überlastungsgrenze ist, na, dass dann hier ganz viele Blöcke mit einmal langkommen und dann hier kurz vor der Überlastungsgrenze ist und dann hier noch einer von hier, dann noch einer dazukommt, dass das dann an der Stelle natürlich zu viel ist. Und stimmt, so gesehen ist das die Stelle, wo es als erstes zu viel werden dürfte. Wenn es hart auf hart kommt. Ja, das kann durchaus sein. Naja, oder halt hier hinten, ne? Wenn hier sowieso schon an der Belastungsgrenze ist und dann hier noch welche Items rauskommen, dann kann natürlich auch hier irgendwas breaken. Naja, auf jeden Fall, wie dem auch sei, wir brauchen auf jeden Fall, wie sieht das hier aus, die kommen gut hinterher. Na gut, außer der kommt natürlich gar nicht hinterher. Wobei, nee, der ist einfach zu langsam. Weil eben der hier, der ist komplett out of. Wobei, doch, die arbeiten hier, gut. Also, ist auf jeden Fall ersichtlich, zwei sind definitiv zu viel. Das wird so nicht funktionieren. Komme ich da irgendwie hoch? Das heißt, so eine Verarbeitungspipeline reicht definitiv nur für eins und nicht für zwei davon. Das heißt, dann baue ich den mal ab. Achso. Man kann sagen, wieso Lava treibe ich dafür, aber eben, das Achievement ist ja, wenn du in der Nähe von Lava arbeitest. So. Komm mal her.
Ja, gut. Das ist natürlich richtig. Der baut ja den Block, den Block auch automatisch ab. So, ich brauche einmal Glas. Weg mit dir. So. Ah ja, gut, stimmt da. Ja. Hä? Moment mal, wurde gerade die Axt hier mit eingeführt? Ja, leck mich am Arsch. Oh, wow, wir haben unseren ersten Mesekristall. Ah, vielleicht können wir doch irgendwann mal einen Diamanten. Ah, sehr cool, sehr cool. Aber ich hätte echt gedacht, dass der hier eine spezielle Pipe, also eine Liste hat an Items, die er automatisch droppen kann. Aber dadurch, dass er auch Items droppt, die er gar nicht kennen kann, zum Beispiel Uran, was von der Technics-Mod kommt, scheint er wohl also doch alle möglichen Blöcke, die ausgrabbar sind, zu droppen und nicht eine spezielle Liste an Items. Das ist... Ja, stimmt, hätte mir schon hier auffallen müssen. Eben, weil Zing und so kann er auch, was ja auch aus der Technics-Mod kommt. Dann hat sich die Frage also auch schon geklärt. So, warum passiert hier nichts mehr? Ah doch, passiert noch. Gut, das heißt, der ist jetzt eigentlich genau genommen eins nach da. Egal. Jetzt muss ich hier erstmal... So. Hä? Och, leck mich doch am Arsch. So, Glas ist die 6. Natürlich. Ach, Leute. Hey, mit Lava zu arbeiten ist schon echt gefährlich. So, jetzt müsste ich eigentlich das hier noch um 1 erweitern, damit es schöner aussieht. Aber ich meine, das ist ja hier nur Funktionsaufbau. Ein Testaufbau mache ich doch. Von daher reicht das so aus. Und schon sieht die Anlage auch nicht mehr so überlastet aus. Wobei hier hinten ist jetzt gerade doch schon ganz schön Stau. Ah, der geht zumindest wieder zurück. Der ist jetzt nur noch bei 92. Okay, das heißt, es wird wohl langsam weniger. Oh, der ist aber übervoll. Wisst ihr was? Ich baue hier einfach so ein Ding hin, so eine Kiste mit so einem Stackwise in Inserter. Und dann werden wir sehen, was wir dann sehen. Achso, wir haben Holz dabei. Ah, wir brauchen eine geschützte Kiste. Sonst kann da ja jeder Sachen rausnehmen. So. Haben wir noch Schlösser? Ja, ein Schloss. Gut, dann können wir erstmal nur eine Kiste bauen, reicht aber aus. Oder haben wir noch Geschütze? Nee, wir haben ja für alle mitgenommen. Genau. Das heißt, da und da. Danke. Wie es halt schon wieder dunkel wird. Kann doch nicht angehen hier. So. Da hinten kommt gerade eine Leerphase, dann nutze ich die gleich mal. Aha. So. Und hier kommt nämlich jetzt, wo ist denn der? Da. Der stapelweise. Wie rum? Nee. Genau andersrum. So rum. Voila. So, jetzt braucht der bloß noch ein Mesekon-Signal. Das zapfen wir. Ganz ehrlich, das sieht hässlich aus. Ich mach das mal. Halt.
Egal. Ich lasse einfach die Blume in der Mitte. So. Jutchen. So ist das korrekt. Und jetzt wird hier immer nur ein Block mit einmal rausgeführt. Das heißt, mehr als ein Block pro Cycle können hier eh nicht kommen. Und damit kann das Rohr niemals überlastet werden. Höchstens die Kiste hier, dass die irgendwann voll ist. Ja, was dann passiert, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Da bin ich schon mal sehr gespannt drauf. So, du kommst noch da. Du kommst noch da. Und du kommst noch da. So. Ja genau, eigentlich dürfte hier bloß noch genau Gestein und Gravel und so. Und wie gesagt, wenn die Kiste wirklich irgendwann zu voll werden sollte, dann muss man halt mal halt die das Ding hier abschalten, ne, damit die Anlage wieder sich entleeren kann. Oder halt, die muss auch anders balanced werden, damit die Verarbeitung schneller passiert. Was zum Beispiel Nadelöhre sind, ist das Ding hier. Das ist auf jeden Fall Nadelöhr. Und der hier eigentlich gar nicht so sehr. Der ist gerade mal zur Hälfte ausgelastet. Der hier ist gar nicht ausgelastet. Der ist auch überhaupt nicht ausgelastet. Also die beiden sind ja am ehesten die Nadelöhre. Weil klar, der hier muss halt immer wieder sieben. Das sieben dauert relativ lange, sieht man ja. So, also Durchgang dauert eine ganze Weile. Jedes Mal, wenn das Ding leer ist, ist ein Durchgang durch. Naja, und dadurch, dass der halt eine Menge Kies erzeugt, muss der dieses ganze Kies wieder umarbeiten zu diesem komprimierten Kies. Das geht aber instant, sofort. Das heißt, hier entstehen keine Wartezeiten. Dadurch kann der nicht ausgelastet werden. Aber hier muss der die Sachen wieder einschmelzen zu Cobblestone. Und das wiederum dauert. Und deswegen kann hier auch eine Überlastung entstehen. Wobei, wie gesagt, man sieht, trotzdem ist der nicht das Limit. Also das Limit ist wirklich dieses Ding hier. Das heißt, da muss man überlegen, ob man da nicht... Also wenn man hier wirklich... spätestens wenn man hier mit mehreren arbeitet, müsste man hier auch mit mehreren sieben arbeiten. Also pro ein von dem, ein sieben. Dann müsste das eigentlich alles funktionieren. Und wie gesagt, als Pufferelement kann man das Ding hier benutzen. Hier sieht man auch, das Ding wird nicht wirklich voller. Ich meine, wir können ja einmal... das Ding kurz abschalten. Wie gesagt, die Pipeline braucht ein bisschen, bis sie sich leert. Wobei wir können noch ein bisschen nachhelfen. Ach, dauert das hier. Eigentlich kann ich einfach die deaktivieren. So, fertig. Oh. Na, sagen wir mal, fertig hier? Na komm. Ach, das dauert ja schon wieder. Da kommt doch noch einer. Junge. Ach so. Ach ja, ich muss ja hier die Pipeline lernen. So, jetzt. Ha! So, jetzt ist hier alles weg. So, das müsste ich jetzt eigentlich alles wegschmeißen. Oder ich kann es halt zu Hause einlagern bei mir. So, und jetzt schalten wir die Anlage ein. Und jetzt sollte die Anlage nie wieder überfordert werden. Hoffe ich. So die Theorie. Achso, ha! So. Das heißt, die Kiste dürfte sich nie wieder füllen. Also, ne, dass das reinkommt, ja, aber es müsste immer direkt wieder rausgehen. So die Theorie. Wenn das der Fall ist, läuft alles wunderbar. Sehr geil. Let's go. Ab weg hier, kein Bock mehr. So, dann lernen wir mal unsere Taschen. Und während wir unsere Taschen lernen, lassen wir das Ding einfach mal laufen. Jetzt müsste ja theoretisch weiterlaufen, weil durch das Mesecon-Mod wird dieses Objekt als aktiv gehalten. Und die Technik-Mod für sich hält das Ding, glaube ich, auch aktiv. Das heißt, das Ding müsste immer aktiv bleiben. Selbst wenn wir da nicht sind. Ne? So wie unsere anderen Anlagen unten ja auch.
So, das heißt, können wir mal jetzt das Scheiße wieder wegpacken. Da, wir haben jetzt Menge Stuff eingesammelt. So nach da, wobei ich dieses gesiebte Zeug, das schmeiße ich direkt weg, das brauchen wir gar nicht. Das normale Kies, nee, ja, heben wir aber auf. Weil das können wir immer mal für andere Sachen gebrauchen. Ich meine, letztendlich, wenn wir gesiebtes Kies haben, könnten wir es da vorne bei dieser Vakuumtube auch einfach hinschmeißen. Da geht es ganz normal wieder in den Kreislauf, aber wie gesagt, ich will jetzt mal testen, was passiert, wenn wir die einfach ohne externe Einflüsse laufen lassen. Wie das Ding dann performt. Nee. Haben wir noch irgendwas? Achso, kann auch weg. So, Notebreaker. Du kommst da, beziehungsweise würde ich dich vielleicht bei hier hinpacken? Ja, komm. So, Glas. Nee, Quatsch, Glas doch hier. Da rein. Das kommt da rein. Du bleibst da unten. Fackeln, du kommst da rein. Holz noch Holz. Achso, vielleicht hat man meine Taschen leeren. Ha, das wäre vielleicht sinnvoll. Okay, alles klar. Gut. So, jetzt nochmal. Ja, super. Das. So. Stahlstreifen. Lol. Du da rein. Du da rein, du da rein. Du da rein. Du da, da. Kommt nach unten, kommt nach unten, kommt auch nach unten. Kommt weg, kommt weg. Rein da, rein da. Du mach da, die kommt auch noch da. Wobei, pack ich eher unten zu den Werkzeugen. Du kommst weg. Warte mal kurz. Ah, ne, genau, alles richtig. So, Kohle kommt nach unten. Und der restliche Scheiß kommt nach hier unten. Einmal da, 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 da und hier irgendwie. Tada! Aufgeräumt. Gut schön. Oh, man kann die höher sticken als 99, wusste ich gar nicht. Cool. Aber hatten wir dich irgendwo, wir hatten doch, hatten wir dich irgendwo diverse Geldscheine gesammelt gehabt? So verschiedenste Arten von Geldscheinen oder hat mich da. War ich da in einem Tagtraum oder so? Aber wer weiß. So, achso, die andere wollte ich noch unten bringen. Wobei, die fülle ich am besten gleich mal auf. Bäh. Ich überlege, ob ich gleich noch hier so ein Ding baue für unten, da wo wir Lava abbauen. Das wäre wahrscheinlich gar nicht so dumm. Da können wir von da auch wieder weg, ganz schnell. Nett. Nee, das hier. Brauchen wir Mese und Schmiedeeisen. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, das war einmal zu viel. Ach, ich bin doch 1, 2, 3, 4, 6. So. Und zweimal Schmiedeeisen. Jetzt die Frage, wie heißt das Ding hier? Das hier ist jetzt
Ach, das ist ja ein Aufzug. Nee, ist ein Reisebock. Wie doch, ist der Aufzug. Hate my life. Da. Na super, das reicht jetzt nicht. Oh doch, gerade so. Ja, hatten wir nicht viel mehr Glas? Das ganze Glas hin. Danke. Wir hatten doch. Na gut, haben wir kein Glas mehr. Kann ja auch mal passieren. So, hier brauchen wir jetzt davon 6. Wo packe ich das Ding jetzt hin? Okay, also nochmal das Ganze. Dankeschön. Du Arschloch. So, das heißt, wir müssen bei der Leiter 2 und dann 1. Okay. Zwei und dann ist natürlich jetzt genau bei der Lava. Weiß ich gar nicht, ob ich das so geil finde. Lava? Ich bin verwirrt. Aber war doch zu. Ach, nee. Ja. Eins so weit links. Hier. Ah. Passt doch. So. Dankeschön. Dankeschön. Achso, geht nicht, wollte da nicht dran kommen. Verdammt. Auf jeden Fall, wenn es geht nicht, geht nicht. Da brauche ich erstmal kurz ein bisschen. Die beiden würde ich nämlich gerne mal wegmachen. Hat es mir zu nah, wo wir hier langlaufen. Nicht, dass wir da aus Versehen irgendwann mal reinfallen. Das wäre nämlich nicht so geil. Okay. Ja. Oh, ist auch noch Lava. Weißt du was? Dann packe ich dich mal da zurück. Und nimm dich. Und dann macht er die auch gleich. Hier ist auch Lava. Oh, so viel Lava. Bob. Bob. So, hier wissen wir, dass hier Lava ist. Aber überall anders weiß man nicht unbedingt, dass da Lava ist. Das heißt, könnte man aus Versehen reinfallen. Das wäre nicht so gut. Yay! Ja, oh, ich bin reingegangen. Moment hier mal. Hä? Hütchen. Dann könnten wir eigentlich. Ah ne, das wäre hier genau in der Mauer. Wollte gerade sagen, könnten wir hier auch noch einen Fahrstuhl reinsetzen, aber ja, das wäre hier genau in der Mauer. Jetzt könnte man das zwar von hier designtechnisch machen, jetzt müsste zwar die Kiste weg, aber von außen würde es halt voll heftig aussehen so. Ah, von daher lieber nicht. So, dann kann die Lava jetzt hier auch unten in die Kiste rein. Kann ein bisschen abkühlen. Easy. Und wir gucken mal nach ja, unserem Ding. Spaß. Ach komm. Bevor ich mich jetzt noch kirre mache.
Oh. Ach, kann es sein, dass die Blöcke nicht generiert werden, wenn man zu weit weg ist? Wobei, nee, doch, die scheinen hier zu arbeiten. Der scheint die Aufgabe zu haben. Ha. Das Ding scheint irgendwie nicht gearbeitet zu haben. Das ist ja interessant. Oh. Das Ding hat eine zu starke Saugkraft. Das Ding bläst stärker als. Okay, ist ja gut jetzt. Gib mir meine Erde zurück. Los. Oh. Gib mir meine Erde zurück. Ich will meine Erde haben. Danke. Arschloch. Jo, das heißt, man kann doch hier irgendwie. Oh Gott, wie hieß das Ding? Es gab doch einen Block, den konnte man extra. Was ist das denn? Achso, das zeigt, was man aus einer AKW abteilt. Es gab doch extra so einen Block, mit dem konnte man ein Gebiet aktiv halten. Wahrscheinlich werden wir nicht umrum kommen, sowas zu bauen. Wenn wir die Maschine wirklich rund um die Uhr laufen lassen wollen. Ich habe nur absolut überhaupt keinen Plan, wie das Ding heißt. Oder war sie bei der Mesekommando mit bei? Kann das sein? Das war dieser Command? Genau. Stigimu, Alter. Ach, hieraus kann man diese komischen Fahrzeuge bauen, ne? Stigiblock. Genau, man baut dann mehrere von diesen Stigiblocks zusammen. Daraus kann man dann das Fahrgestell bauen. Das ist dann quasi der Motor. Und dann kann man daraus eine bewegende Plattform bauen. Irgendwie so. I don't know. Also ich suche. Ich suche ein Player-Killer. Nee. Wie viel ist denn diese Scheiße? Achso, Milch von Gem, was nicht, was wir brauchen. Was ist das denn hier? Igniter. Sieht ja voll ungefährlich aus. Teleporter. Das ist auch nicht bei der Mesekon-Mod mit bei, das ist ja hässlich. Da kannst du nur bei der Typs-Mod mit bei gewesen sein. Aber hier ist nichts, was in die Richtung klingt. Achso, die heißt ja Pipeworks. So.
Kräfte, wobei. Oder das Ding war wirklich jetzt halt aktiv und das Ding ist wirklich einfach so langsam. Dass ich dachte, dass das Ding aus war. Aber guck mal, das ist immer noch so leer. Holy shit, hat die Kiste das Ganze etwa so angehalten, dass es jetzt so langsam ist? Das ist ja interessant. Das heißt, da könnten wir es vielleicht jetzt sogar wieder breiter machen. Warte mal kurz, ich mach mal kurz hier Extreme. Um das Ganze Extreme zu machen, nee, kann ich gerade gar nicht machen, wobei doch könnte ich machen. Ganz ehrlich, du reine mit dir. So. Du nach da. Und jetzt nehme ich einmal dich. Ach, siehst du, wir haben die Dinge noch gar nicht eingestellt, kann das sein? Ah doch. Ah nee. Stimmt, wir wollten das Ding ja versetzen. Haben wir aber gar nicht. Ach, hier auch wieder scheiß Geldschein, Mann. Du solltest dahin. So. Und jetzt. Ja, wobei da wird einfach zu langsam Stein kreiert. Nee, geht doch nicht. Okay. Gut, das heißt, wir müssen das hier doch nochmal verbreitern. Wobei die Sache ist ja, der ist ja hier ausgelastet. Das heißt, viel mehr können wir gar nicht machen. Weil der hier, ne? Der ist schon dezent am Limit. Es wird ja hier langsam, aber sicher mehr. Das heißt, wenn wir die wirklich das verbreitern wollen, damit die mehr Aktivität ist, dann bräuchten wir halt auch mehr von diesen 7. Alles andere hier ist völlig geschillt. So, da passiert gar nichts. Das Ding ist auch schon quasi voll. Kann das Ding eigentlich mittlerweile raus. Also hier ist alles völlig geschillt so. Das heißt, wenn ich das Ding breiter mache, müsste ich das Ding breiter machen. Weil bevor ich meine finale Anlage baue, würde ich schon gerne wissen, wie wir das Ding am besten ausbalancieren. Das heißt, ja gut, jetzt ist natürlich die Anlage zu eng zusammengebaut. Denn ich müsste ja hier noch einen ranhängen von den Dingern. Dann müsste das Rohr aber eins nach da. Uiuiui. Ich bin verwirrt. Vor allem. Oh. Ja, es wird langsam mehr. Das heißt, wenn ich jetzt hier noch einen hinsetze, bräuchte ich hier wahrscheinlich 3 von den Dingern. Das ist nicht ganz 1:1. Und das Ding füllt sich hier ganz langsam. Hier natürlich nicht. Ja, immer noch kein Diamant. Verdammt! Okay, also am meisten ist hier tatsächlich Blei und Zink. Und Chrom auch eine Menge. Oh, Uran auch eine Menge. Cool. Dann haben wir unsere Uranprobleme auch gelöst bald. Wenn wir die Anlage schaffen, dafür zu sorgen, dass sie dauerhaft läuft. Aber ich weiß nicht mehr, welcher Block das ist, mit dem man Gebiet aktiv halten kann. Das wird sein. Da steht das Wort Active drin. Das muss es also sein. Es kann nämlich sogar sein, dass es diesen Block hier gar nicht gibt, wo man den normalerweise gar nicht craften kann. Das ist nämlich jetzt genau die Frage. Kann man den craften oder nicht? Gibt es einen Block oder nicht? Bin ich dumm oder nicht? Wie gesagt, das Problem scheint wohl zu sein, dadurch, dass das hier vorne nicht aktiv ist. Hey, die Frage ist jetzt, war das Ding aktiv, während wir weg waren, oder war es nicht aktiv, während wir weg waren? Das ist halt die große Frage, die keiner so recht beantworten kann.
Ich glaube, ich lasse das Ding einfach mal laufen. Und dann, also, beziehungsweise ich muss die Dinger laufen lassen, während wir selber weg sind. Gehen wir also home. So. Und dann gucken wir mal später rein. Ah, Mama, ich hab eine Folge.